Willkommen im Pferdemädchen-Paradies. Ich bin jetzt hier, wie man sehen kann, bei Air Force Motors. Hier habe ich ja auch meinen Transporter her. Danach fragt ihr ja ganz, ganz oft. Und ich zeige euch heute nochmal, was es so für verschiedene Transporter gibt und was wirklich der ultimative Traum ist. Ich glaube, wir träumen irgendwie alle insgeheim von einem großen Pferde-LKW, wo man dann mit den Pferden reisen und leben kann. Also ich muss sagen, immer wenn ich diese LKWs sehe, bin ich einfach so unfassbar geflasht und das ist irgendwie so unreal. Und hier steht nämlich gerade so ein richtig, richtig schöner LKW und den darf ich euch zeigen. Und ich würde mal sagen, kommt mit rein. Rein in die gute Stube. Man sieht schon, hier steht schon der erste große LKW. I mean. Und dahinter steht noch ein LKW und der ist noch krasser. Komm mit. Hier seht ihr nämlich einmal den großen LKW. Da werden wir jetzt gleich auch mal reingehen. Wie krass ist das bitte? Und hier stehen dann noch die ganzen anderen Trucks, die ich euch jetzt einmal noch mal zeige. Sehr geil. Wie ihr sehen könnt, sind alle Transporter von Chrisma, aber die bauen ihre Transporter auf verschiedene Autos. Das ist ja jetzt zum Beispiel ein Ford, da steht ein MAN, der LKW, das ist ein Mercedes und mein Transporter zu Hause ist ein Renault. Also es sind theoretisch alles verschiedene Autos, aber das unterscheidet sich eigentlich fast nur vorne und vielleicht noch ein bisschen in der Länge. Aber ich zeige euch jetzt mal hier diesen Ford von innen, den finde ich auch extrem schick. Ich mag das auch total gerne hier mit diesem Streifen. Ich finde es so schön. Und dann können wir mal hier rein. Den mal kurz anmachen. Ich muss sagen, den finde ich auch hier innen drin richtig schick. Der hat hier oben auch noch Ladekabel und alles. Ups, warte. Ich mache ihn mal wieder aus. Aber hier sieht man auch, hier hat man so einen richtig fetten Bildschirm. Und dann ist das auch noch ein eine Automatik, das finde ich sehr praktisch. Man hat hier diese richtig geilen Ledersitze. Das ist wirklich sehr gemütlich. Würde man sagen, den würde ich auch nehmen. Sehr schickes Auto von hier. Und wir gehen jetzt mal nach hinten ins Pferdeabteil, denn das ist ja eigentlich das, was euch alle interessiert. Was ich euch eben vergessen habe zu zeigen, ist hier oben dieser Bildschirm. Da könnt ihr nämlich während der Fahrt eure Pferde beobachten. Ich finde das echt immer super. Da hat man immer ein Auge auf die Pferde, weiß, wie die sich verhalten. Und das klappt auch nachts. Wir machen das schicke Teil jetzt einmal auf. Hier seht ihr nochmal von der kompletten Seite hier wieder mit diesem schicken Streifen. So, einmal auf. So, und dann haben wir jetzt hier die Stange. Und dann können wir auch ganz easy ins Pferdeabteil. Hier sieht man auch, dass die Klappe sehr breit ist. Und die Pferde gehen da echt immer super hoch. Können wir hier einmal rein. Ich mache aber einmal Licht an. Hier könnt ihr dann auch die Kamera sehen, wo ihr das dann auf dem Bildschirm im Fahrerhäuschen seht. Dann ist hier noch die Lüftung und ein mega cooles Feature, was ich unglaublich gerne im Winter nutze, ist, dass man diese Wand zur Seite stellen kann. Das zeige ich euch jetzt einmal, weil dann könnt ihr die Pferde hier im Winter so entspannt drin fertig machen, ohne nass zu werden. Das ist wirklich der Hammer. Ich ziehe die jetzt einmal hier rein und dann muss man hier an diesen Hebeln ziehen. Und dann kann man die Wand nämlich zur Seite stellen und dann hat man hier einfach super viel Platz, wenn das Pferd dann hier steht. Dann kann man da wirklich links und rechts dran vorbei, man kann satteln, entspannt fertig machen und man wird nicht nass. Was ich an diesen Transportern auch einfach liebe, ist, dass man von innen an die Sattelkammer kommt. Also man kann durch die Sattelkammer zu den Pferden oder von den Pferden zur Sattelkammer. Das haben nämlich einige Transporter nicht und ich muss sagen, es gibt nichts praktischer als das. Hier sieht man jetzt einmal die Sattelkammer, die sieht ein bisschen anders aus als in meinem Transporter. Ich habe ja hier einmal so einen Rollkasten und habe hier noch ein paar mehrere Ablageflächen. Aber das kann man sich auch alles so konfigurieren, wie man das möchte. Also das kann man alles individuell machen. Auf der anderen Seite, komm mal rein, haben wir hier auch nochmal die Sattelhalter, auch nochmal was zum Ablegen und dann hier Trensenhalter, könnte man auch noch mehr dran machen. Also wie gesagt, da ist einem kreativ keine Grenze gesetzt und wir gehen jetzt einmal weiter in einen anderen Transporter. Der sieht nämlich dann auch ein bisschen anders aus, aber auch vom Grundprinzip hier eigentlich alles gleich. Weiter geht's hier zu diesem MAN. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen mein Traum irgendwann, auch noch eher realistisch als so ein großes Baby. Genau, das ist jetzt echt so, finde ich, die absolute Transporter-Luxus-Variante. Komm einmal rein. Ich setze mich mal hier rein. Und hier sieht man auch nochmal hier, der hat den Bildschirm, der hat hier auch Automatik und es ist ein Fünfsitzer. Ich versuche hier auch mal Licht anzumachen. Genau, ich nehme mal die Kamera.
Genau, das ist ein Fünfsitzer. Das heißt, man hat vorne zwei Sitze und nicht wie bei dem anderen Auto drei. Und man hat dann hinten, wie gesagt, eine Rücksitzbank. Und hier unten kann man theoretisch auch noch das hochklappen. Das heißt, man hat hier auch noch ein Bett. Und das hat ja unser Transporter auch. Also wir haben auch fünf Sitze. Und ich finde es super praktisch, weil man kann dann einfach mal ein paar mehr Leute mitnehmen. Beziehungsweise man hat einfach mehr Platz, sich vielleicht mal umzuziehen im Transporter. Und hier oben geht es nämlich noch weiter um die Ecke. Das kennt ihr auch schon von meinem Transporter. Und zwar habt ihr hier dann einfach unglaublich viel Staufläche und theoretisch auch noch ein kleines Bett. Und jetzt sieht man hier, wie viel Platz hier vorne drin ist. Generell ist es so, dass man sich so ein bisschen überlegen muss, wo man mehr Platz haben möchte. Bei einem Fünfsitzer ist es ja so, dass man halt einfach hier vorne viel mehr Platz hat. Und wenn man, also ich mag es zum Beispiel super gerne mit dem Fünfsitzer, weil wenn ich dann mit den Pferden wegfahre in den Urlaub, kann ich dann hinten auch meine ganzen sauberen Sachen reintun und die Koffer und so. Dann habe ich hier mehr Platz. Und in der Sattelkammer kriege ich es bei meinem auch super geregelt, weil bei einem Dreisitzer hat man dann natürlich hinten in der Sattelkammer mehr Platz, weil man dann eben den Platz halt nicht vorne hat, sondern hinten. Aber ihr seht jetzt auch mal die Sattelkammer von einem Fünfsitzer, die ist jetzt auch nicht klein. Gleiches Prozedere wie bei dem anderen, wir machen den jetzt auch einmal auf. Das sieht ein bisschen anders aus, wie man sieht, denn die Klappe ist theoretisch ein bisschen kleiner, weil hier halt eben das Rad schon ist. Ist bei meinem Transporter ja genauso und ich hatte am Anfang auch Bedenken, dass es die Pferde irgendwie irritiert oder dass das irgendwie blöd ist. Aber es ist einfach gar kein Problem. Ihr seht auch, die Klappe ist größer als bei jedem herkömmlichen Anhänger. Die Pferde haben absolut gar kein Problem damit. Und ich habe auch große Pferde wie den Blue, der ist ja wirklich LKW-Format. Den bekomme ich auch hier vorne easy eingeladen. Also die können das relativ gut hier einpacken, weil es ist wie gesagt auch trotzdem noch viel Platz. Wir machen jetzt einmal das Nachtlicht an in 3, 2, 1. Zack! Und so haben wir jetzt auch das blaue Licht eingeschaltet. Das blaue Licht ist besonders, wenn man die Pferde im Dunkeln fährt, denn das soll die anscheinend ein bisschen beruhigen. Ich mache es tatsächlich auch immer an. Die Pferde finden es sehr angenehm und ich finde, es sieht einfach verdammt cool aus. Ja, und die Sattelkammer sollte euch bekannt vorkommen, denn so sieht auch genau meine Sattelkammer aus. Wir haben wieder den Durchgang vom Pferdeabteil in die Sattelkammer. Wie gesagt, es gibt nichts Praktischeres. Dann habe ich ja hier diese ganzen verschiedenen Ablagefächer. Um die Ecke kann ich sogar auch die Gerte stellen. Also hier ist wie so eine kleine Ecke, da kann man auch Gerten reinstellen. Man kann das komplett zumachen, wenn man das möchte. Ich habe hier die Sattelhalter, da kann man sogar auch die Höhe noch unterschiedlich einstellen, wenn man das möchte. Hier wieder die Trensenhalter und wie gesagt, man hat immer noch sehr viel Platz, dass man auch mit zwei Leuten hier drin rumhantieren kann und dass man auch mit zwei Pferden wegfahren kann. Und wer meint, noch mehr Pferde zu transportieren, der kann sich auch gerne einen Anhänger dranhängen an die Anhängerkupplung. Das ist jetzt Transporter-Variante Nummer 3. Das ist ein MAN TGE Dreisitzer. Eben hatten wir den Fünfsitzer. Und der Dreisitzer, das ist wirklich der Transporter mit dem meisten Stauraum. Das werdet ihr gleich im Pferdeabteil sehen. Wie gesagt, vorne haben wir die drei Sitze. Und eben nicht fünf. Ich zeige euch einmal hier nur so einen kurzen Einblick. Ich meine, jetzt habt ihr es ja eben schon gesehen. Aber hinten, das ist wirklich krass, denn da passt ein ganzer Turnierschrank rein. Also wenn man das möchte, als Berufsreiter ist das wirklich der perfekte Transporter, weil man da halt eben auch einen großen Turnierschrank reinbekommt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich mache mal das Licht an. Gefühlt kann man hier ein Bett reinstellen. Hier hat man auch einfach richtig praktisch hier diese Sitzbank und halt eben hier so unglaublich viel Platz und super viel Stauraum. Man kann sich hier easy umziehen. Hier könnte man auch noch einen Spiegel hinmachen, wenn man das möchte. Man hat auf jeden Fall riesig viel Stauraum. Hier könnte man natürlich ja auch noch einen Sattelhalter noch drüber hängen. Also hier wirklich hat man auf jeden Fall viel Platz. Also ich würde sagen, wenn ich so ein Berufsreiter wäre und viel auf irgendwie CSIs fahren würde oder internationale Turniere, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr praktischer Pferdetransporter. Ich bin jetzt hier zusammen mit dem Patrick von RF House Motors. Der ist dann auch euer Ansprechpartner, wenn ihr Interesse an einem Fahrzeug habt. Und der stellt mir jetzt dieses schicke große Teil vor. Genau, ja, herzlich willkommen bei RF House Motors, bei unserem Standort in Aachen. Hier zeigen wir euch eigentlich immer unsere komplette Produktpalette der Firma Chrisma. Hier haben wir meistens immer ein bis zwei große Fahrzeuge auch auf Lager. Bedeutet, dass die Kunden nach hier kommen, sich, wenn es ein schnelles Auto sein muss, den wir relativ zügig liefern müssen, oder halt auch, wenn wir sagen, okay, wir können zeigen, was geht, dass die Kunden sich dann so ein Fahrzeug bestellen können. Ja, wir gehen jetzt mal zusammen rein, oder? Ja, genau. Ich glaube, wir starten mal direkt hier beim ersten coolen Ding, habe ich eben schon entdeckt. Genau.
Also unsere Fahrzeuge können ausgestattet werden mit einem ausliegenden Turnierschrank. Bedeutet, wenn ihr viel Stauraum braucht oder halt auch sehr viel Platz im Pferdeabteil für eure Pferde, dass wir hier auch einen kleinen Turnierschrank verbauen können, was sehr häufig gefragt wird, auch für Kunden, die viel international unterwegs sind oder halt auch für nationale Turniere, die dann eben sagen können, okay, wir haben halt unseren Stauraum hier mit einem Turnierschrank, der automatisch auch ausfahrbar ist. Also eigentlich können wir es mal machen, ne? Ja. Und man muss dann halt eben auch kein Pferdeabteil dafür opfern. Also ich sehe das immer bei vielen, dass sie den dann einfach ins Pferdeabteil stellen, aber so ist es natürlich noch praktischer. Wir demonstrieren euch jetzt einmal, wie man hier diesen Schrank praktisch rausfahren kann. Einfach mit so einem Button da oben und dann kann man den einfach rausholen. Wie praktisch ist das bitte? Wenn wir schon einmal beim Thema Turnierschränke sind, dann können wir den auch einfach mal auspacken und euch zeigen. Es gibt verschiedene Größen. Welche Größe ist das jetzt? Das ist die spezielle Größe für unsere Pferdetransporter. Bedeutet, wir müssen da ein Sondermaß einbauen. Und diese Größe gibt es halt tatsächlich auch nur bei unseren großen Horse Trucks. Ach ja, super. Dann haben wir hier auf jeden Fall wieder ordentlich Fächer. Hier natürlich Trensenhalter zum Ausziehen. Und natürlich hier nochmal weitere Sattelhalter. Mega cool. Top. Hier haben wir noch mehr Stauraum. Hier sind wirklich unglaublich viele Trensenhalter wieder. Dann sind hier auch natürlich noch mal Sattelhalter. Also hier kann man auf jeden Fall gut was mitbringen. Und jetzt gehen wir einmal zusammen ins Pferdeabteil. Ist jetzt ausgestattet für 6 Pferde. Könnt mir gern folgen. Ich komm auch mit rein. Lässt Hello. Sich hier gut reisen. Yes. 6 Pferde, Leute. Ja. Da brauchen wir noch ein paar. Da können wir auf jeden Fall noch gut sammeln. Und ich sehe gerade hier oben, kann man auch noch mal was mitnehmen. Also es ist wirklich überall Stauraum und das werdet ihr auch gleich in der Wohnabteilung sehen. Die ist nämlich wirklich krass. Wow! Und von da aus geht es dann auch ins Wohnabteil. Genau. Ich hatte gerade die Frage, wie man die Fenster aufmacht und da gibt es einfach so einen richtig coolen Hebel. Kann man die aufmachen. Dann ist es hier auch richtig gut belüftet. Und die Lüfter? Lüfter gibt's auch. Wow! Ey, cool! Wirklich richtig cool. Und ich meine, die Pferde stehen natürlich hier immer so super ruhig im LKW. Es ist halt einfach schon wirklich komfortables Reisen. Kleines Sneak Peek. Vom Pferdeabteil können wir jetzt hier in die Wohnung spazieren. Aber ich würde mal sagen, ich sperre Patrick jetzt hier im Pferdeabteil ein. Und wir gehen ins Badezimmer. Das Badezimmer ist auch einfach für ein LKW-Badezimmer richtig groß. Ich glaube, da würden manche Stadtleute von träumen. Wir haben ein Klo, wir haben eine Dusche. Wir haben hier auch einfach ein richtig schönes Waschbecken. Hello, hello. Und ich finde, das ist alles so richtig schön modern, halt eingerichtet hier mit diesem hellen Holz. Und wie gesagt, überall hier sind Stauräume. Also man hat hier wirklich richtig viele Schränke, wo man echt viel unterkriegt. Also hat man auf jeden Fall gut Platz. Ja Leute, so geht es dann auch in den LKW. Einfach mit Code oder mit Karte. Das sieht einfach so nach High-Technik aus. Richtig krass. Ja, gehen wir mal rein. Gehen wir rein. Zack, zack, zack. Hier sind wir, wie gesagt, einmal nochmal das Badezimmer. Und hier sehen wir einfach, wie groß hier dieser Innenraum ist. Hier für alle Kochbegeisterten, zum Beispiel wie für mich, gibt es natürlich auch hier ein eigenes Kochfeld. Hier ist dann die Spüle drunter. Wir haben hier auch einfach eine Mikrowelle und wir haben einen riesigen Kühlschrank. Der ist auch wirklich riesig. Und dann natürlich wieder Schränke ohne Ende. Hier ist das erste Bett. Man sieht auch, das ist echt groß. Man kann auf jeden Fall gut schlafen. Eine Klimaanlage. Ein Fernsehen und dann haben wir hier durch das Pop-Out so viel Platz, so eine richtig schöne Essecke, die kann man sogar umwandeln in ein Bett. Dann wird der Tisch irgendwie runtergefahren und dann kann man das zu einem Bett machen. Und hier über dem Fahrerhäuschen ist dann das zweite Bett. Das ist dann dieses Ding, was man dann da auf den Tisch legen kann, dass das zu einem Bett gemacht wird. Man hat hier auf jeden Fall viel Platz. Patrick, habe ich irgendwas vergessen? Nee, also hast du schon mal die ersten großen Ausstattungspunkte, die das Fahrzeug hat, genannt. Selbstverständlich können wir die Autos natürlich noch komplett auf Kundenwunsch bauen. Bedeutet, wir können ein zweites Pop-Out verbauen, ein Push-Up im zweiten Schlafplatz. Jo, dann ist hier einfach noch ein Push-Up, ne?
Wir können ein Panoramafenster hier drin einbauen. Krass. Wir können verschiedenste Materialien verwenden, verschiedene Griffe, verschiedene Bodenmaterialien, Fußbodenheizungen, Surround-Systeme, also alles, was das Herz begehrt, können wir theoretisch in so einem Fahrzeug verbauen. Wahnsinn! Ja. Leute, fällt euch was auf? Dieser LKW hat keine Spiegel. Dieser schon. Was ist es? Patrick wird es uns jetzt erklären. Zeig's euch. Ich kann es mir schon ahnen, wie es aussieht oder wie es funktioniert. Erstmal müssen wir hier hochkrabbeln. Ja. Dann kletter mal hinein. So unglaublich hoch. Mit einer Hand, aber ich habe hier was zu festhalten. So. Zack, zack, zack. Oh, jetzt fühle ich mich wieder so ein richtiges Trucker-Babe. So, wie du siehst du mich jetzt im Außenspiegel. Juhu! Mit einem Monitor. Hier ist einfach der Spiegel innen drin. Ich mach mal die Tür zu. Ja, mach mal zu. Ja, da hat man auch die Tür gesehen, aber hier sieht man wirklich, dass man in den Spiegel sieht. Man sieht jetzt natürlich aktuell nicht viel, weil da das Pop-Out ist, aber hier sieht man deutlich mehr. So sieht es dann von der Seite aus. Aber es ist echt krass mit den Spiegeln hier innen drin. Ja, so sieht es jetzt hier innen drin aus. Patrick ist jetzt hier mein Beifahrer, genau. Und wir können jetzt hier auch hinten reingucken. Wir können natürlich auch wieder hinten die Pferde beobachten, wenn das Auto natürlich jetzt oder der LKW jetzt an wäre. Das ist theoretisch das gleiche wie bei den kleineren Trucks. Und was gibt's hier noch alles? Wir haben oben einmal eine Temperaturmessung im Pferdeabteil. Bedeutet, wir können auch während der Fahrt immer sehen, wie viel Grad wir hinten im Pferdeabteil haben und dementsprechend auch die Lüfter zusteuern. Sehr praktisch. Genau. Verschiedene Beleuchtungseinheiten, die das Fahrzeug hat. Ausgestattet sind die Autos immer mit den neuesten Fahrgestellen der namhaften Hersteller. Die drei, die wir meistens verbauen, sind Mercedes, Scania und Volvo Fahrgestelle. Hier können wir wählen einmal in diesem kleineren Cockpit, das ist dieses Klassik-Führerhaus. Das ist jetzt das kleine Cockpit. Genau, das ist das kleine Cockpit, gibt es einmal auch von allen drei Herstellern bei uns. Bedeutet, wir haben nur hier die zwei Sitze und den etwas kleineren Durchgang. Und dann gibt es, wie wir vielleicht mal in den letzten Monaten gesehen haben auf unserer Homepage, auch das große Führerhaus. Das kann ich einblenden, das habe ich genau, letztes Mal. Genau, das kannst du ja auch mal kurz zeigen. Wobei wir auch sagen, okay, dann haben wir hinten nochmal die beiden Sitze. Bedeutet, wir haben vorne vier große Sitze und viele Kunden sagen, okay, wir legen mehr Wert auf die Wohnung, dass die Wohnung etwas mehr geräumiger ist. Viele Kunden wollen aber auch diesen Durchgang haben, sodass wir da wirklich das perfekte Produkt für den Kunden halt auch anbieten können. Sehr gut. Ich finde, es sieht einfach so krass Hightech-mäßig aus. Ich habe das eben schon mal angemacht. Man hat ja hier überall die Mercedes-Bildschirme. Also das ist schon wirklich sehr schick. Jetzt kommt natürlich die Frage, was kostet so ein LKW? Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, dieses Fahrzeug hier liegt jetzt, so wie es ausgestattet ist und wie ihr sehen könnt, bei 345.000 Euro netto plus Steuer. Mhm. Wir haben auch Fahrzeuge, die fangen um die 300.000 Euro an im Standardbereich. Und nach oben sind dem natürlich dann, wie bekannt, auch keine Grenzen gesetzt. Und es ist ja auch ein Neufahrzeug. Es ist ein Neufahrzeug, ja. Es ist ein Neufahrzeug ohne Zulassung. Ist dieses Jahr fertiggestellt worden im Werk. Die Fahrzeuge können wir tatsächlich in einem halben Jahr bauen. Also wir haben dieses Fahrzeug in einem Standardprozess, den wir immer verwenden. Und daher sind wir auch mit sehr kurzen Lieferzeiten eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Ja, es ist wirklich, wirklich krass. Ich glaube, bei diesem schicken LKW ist es klar, dass man dafür einen LKW-Führerschein braucht. Aber für diese Trucks hier, die ich euch gerade gezeigt habe, braucht man tatsächlich keinen speziellen Führerschein. Also man sollte einen normalen Autoführerschein haben. Aber das heißt, es darf diese Trucks tatsächlich eigentlich jeder fahren mit einem normalen Führerschein, auch ich. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich hoffe, euch hat die etwas größere Tour gefallen durch die verschiedenen Trucks oder auch durch diesen LKW. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch bei Patrick. Genau, meldet euch gerne. Wir bieten hier neben Verkauf auch Reparatur, Service für Fahrzeuge von klein bis groß an. Speziell für den Bereich Pferdetransport und auch wenn ihr so ein Fahrzeug mal leasen, finanzieren wollt, alle Fragen gerne her damit. Wir sind immer für euch da. Meldet euch und ja, danke Anja, dass du hier warst. Gerne. Ciao.